Genauso wenig übrigens wie mit dem verlustreichen Verkauf einer Bank. Das hat Olaf Scholz ja noch ganz schnell über die Bühne gebracht, bevor er nach Berlin zu neuen Aufgaben als Vizekanzler und Finanzminister geeilt ist. Wir hatten hier in Hamburg also genug Gelegenheit, Olaf Scholz' Finanzplanungen näher kennenzulernen. Als er hier anfing, als erster Bürgermeister, hatte er von seinen Vorgängern gleich zwei wirklich üble Finanzbrocken geerbt. Die Elbphilharmonie, elitär und teuer, und die HSH Nordbank, verrufen und ruinös. Gut, bei der Elfi wusste man, da kommt ja irgendwann mal was Schönes raus. Hier, was fürs Fotoalbum. Dagegen die HSH, da war klar, das wird nix, womit man glänzen kann als Politiker. Also lieber ein bisschen runterspielen. Stefan Buchen und Nils Nabe haben sich gefragt, ob das eigentlich alles so optimal gelaufen ist. Das Ende eines teuren Ausflugs in die Bankwirtschaft. Die hochverschuldete Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein wird verkauft. Das klingt nach Einnahmen, aber in Wirklichkeit verlieren die Länder viele Milliarden Euro. Doch Olaf Scholz versucht bis zuletzt, es nicht wie eine Pleite aussehen zu lassen. Wir haben nach sehr langen Verhandlungen ein gutes Verhandlungsergebnis erzielt und einen Käufer für die HSH Nordbank gefunden, der einen substanziellen Kaufpreis für die Bank entrichtet. Für die HSH Nordbank bekommen die Länder 1 Milliarde Euro. Dafür geben sie aber den Investoren 10 Milliarden Euro an Staatsgarantien. Also weitere 10 Milliarden Euro Verlust, die die Regierung von Olaf Scholz lange heruntergespielt hat. Offenbar, weil es politisch hilfreich war. Zwar ist Scholz nicht für die Entstehung des HSH-Desasters durch die Banken- und Schifffahrtskrise verantwortlich, sehr wohl aber für die Bewältigung des Schadens. Vor 5 Jahren noch, im Jahr 2013, verkündet Scholz' Senat einen viel geringeren Verlust als wahrscheinliches Szenario. Nur etwas mehr als 1 Milliarde Euro Steuergeld werde man abschreiben müssen. Spricht man Scholz heute darauf an, reagiert er so. Aber warum haben Sie damals 1,2 Milliarden verkündet? Was wir gesagt haben, das haben Sie ganz sicherlich genau herausgefunden. Und diesen Satz haben Sie nicht recherchiert. Vielleicht darf ich noch mal sagen, das haben Sie nicht recherchiert. Das haben Sie sich ausgedacht. Olaf Scholz will damit offenbar andeuten, dass die Bank die Zahlen verbreitet habe, aber nicht er. Scholz hat offenbar die Drucksache seines eigenen Senats aus dem Jahr 2013 vergessen. Danach seien wahrscheinlich nur rund 1,3 Milliarden Euro Verlust zu erwarten. Dabei ist sogar der EU-Kommission damals schon klar, dass es wahrscheinlich auf viel höhere Verluste hinausläuft. Aus unserer Sicht war es schon im Jahr 2011 wahrscheinlich, dass die gesamten 10 Milliarden Euro Garantie, die die Länder bereitgestellt hatten, aufgezehrt werden. Eine Pleite wäre damals politisch heikel gewesen. Der Ausweg offenbar, Verluste der Bank auf dem Papier künstlich reduzieren. Wie das ging, hat Panorama am Beispiel dieser 5 Frachter recherchiert. Schiffe waren das Kerngeschäft der HSH. Vor Jahren wurden die 5 teuer mit HSH-Krediten gekauft. 2012 sind sie dann fast wertlos. Die Millionenkredite also verloren. Schlecht eigentlich für die HSH-Bilanz, doch dann tauchen erstaunliche Retter auf. Sie sitzen auf Zypern und bezahlen offenbar viel Geld für die Schiffe. Viel mehr, als sie eigentlich wert sind. Wir wollen genauer herausfinden, wer so spendabel ist. In diesem Gebäude soll der Käufer der Pleiteschiffe sitzen. Eine freundliche Dame lässt uns rein. Wollen Sie mitkommen? Ist da oben im 2. Stock. Hallo, mein Name ist Nils Naber vom Deutschen Fernsehen. Deutsches Fernsehen? Ja. Ich habe einige Fragen zu Schiffen, die von der HSH Nordbank finanziert wurden. Ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen reden darf. Die Dame fragt beim Manager nach, ob er mit uns reden möchte. Es tut mir leid, wir haben ja keine Verabredung. Ich kann Ihnen nicht helfen. Wir werden auf die feine englische Art nach draußen komplimentiert. Die Pleiteschiffe wurden offenbar nicht vom Käufer selbst betreut, sondern ab 2014 von einer Reederei ein paar Straßen weiter. Der Chef hier hat eine klare Meinung zum Sinn des ominösen Deals. An das Geschäft mit den deutschen Pleiteschiffen kann er sich gut erinnern.
Ich glaube, die HSH hatte irgendwie mit diesen Schiffen zu tun. Sie meinen die HSH? Die Schiffe gehörten irgendwie zur HSH. Was verdient man daran, ein Schiff auf Zypern anzumelden? Es ging nicht um Profit. Es ging darum, die Schiffe aus Deutschland rauszuschaffen, sie aus der Bilanz der HSH zu entfernen. Die Verluste sollten also nicht in der Bilanz sichtbar sein, vermutet Herr Drusiotis. Er glaubt, dass die Bank so Zeit gewinnen wollte. Die Schiffe waren pleite. Das Insolvenzrecht in Deutschland ist ein bisschen anders als auf Zypern. Das Gesetz hier ist ein bisschen lockerer. Die HSH kann so ihre Verluste in die Zukunft verschieben. 2015 werden die Schiffe dann weiterverkauft. Aber wer bezahlt freiwillig so viel Geld für 5 Pleiteschiffe? Unsere Recherche führt uns wieder nach Hamburg, an den feinen Ballindamm. Hier sitzt der Chef der Firmengruppe, die Fäden in Zypern zieht. Er ist ein ehemaliger Mitarbeiter der HSH und das Geld zum Kauf hat er sich, welch Zufall, von der HSH geliehen. Ein Kreislaufgeschäft. Die HSH gibt viel Geld aus, um die eigenen Verluste für ein paar Jahre zu vertuschen. Wir haben die Recherchen einem Experten vorgelegt. Professor Martin Hellwig kennt solche Tricksereien. Ich gebe dem Schuldner Geld und sage, das kannst du mir jetzt rückzahlen. Dass er nur gezahlt hat, weil ich ihm einen zusätzlichen Kredit gegeben habe, das muss ich ja nicht an die große Glocke hängen. Das ist in der Form eigentlich eine Art von Betrug. Eine Schuldenverschiebung, die politisch sicher hilfreich war. Aber nach unseren Recherchen dürfte sie den Steuerzahler viel Geld gekostet haben. Die HSH will sich nicht äußern, der Senat auch nicht, obwohl ihm die Bank mitgehört und die dubiosen Geschäfte unter seiner Aufsicht abliefen. Im Bürgerschaftswahlkampf 2015 hingegen redet Olaf Scholz immer noch nicht von 10 Milliarden Euro Verlust, beteuert allgemein seine Verlässlichkeit. Wir halten, was wir versprechen, das wird auch in Zukunft so sein. Scholz gewinnt die Wahl, doch wenige Monate später kommen bittere Zahlen heraus. 2016 wird eingeräumt, 10 Milliarden Euro Verlust. Also genau die Summe, die beim Verkauf zulasten des Staates verrechnet wird. Ein Vielfaches der Prognose von 2013. Herr Scholz, wie ehrlich war es eigentlich, 2013 einen geringen Verlust von nur 1,2 Milliarden Euro aus der Garantie zu verkünden? Die Bewertung der Garantie ist ja durch die Bank jeweils erfolgt und die Höhe ihrer Inanspruchnahme. Das ist eine Entscheidung, die dort getroffen worden ist. Er bleibt dabei. Es sei angeblich bloß die Bank gewesen, die niedrigen Verlustzahlen verkündet habe. Ich habe 2013 bemängelt, dass der Hamburger Senat sich einfach auf die Stellungnahme der Bank verlassen hatte. Man wollte unbedingt diese Bank weiterführen. Ja. Der Senat weist die Vorwürfe zurück und betont, er habe stets über die Risiken informiert. Wir sehen keine Fehler bei uns. Zu HSH möchte sich Olaf Scholz nun nicht mehr äußern. Er sei inzwischen Bundesfinanzminister. Man möge in Hamburg nachfragen. Nun braucht er nichts mehr zu beschönigen. Die neue Linie heißt nicht mehr zuständig.